Freunde Modellbahnkumpels, jetzt bin ich nun doch noch mal da, denn jetzt haben wir den neuen Eurostar aufgebaut. Demjenigen, dem Zug gehört, der hat ihn selbst aufs Gleis gestellt, weil ich ja gesagt habe, ich habe Schiss, dass da was kaputt geht. Und jetzt beweise ich euch, dass dieser Zug keinen Radius 2 oder 1 fahren kann. Uiuiuiui, schon wieder raus. Er kommt nicht mal auf die normale Strecke zurück. Wir haben das jetzt eine ganze Weile versucht. Geht nicht. Er fährt einfach nicht hier. Schon wieder raus. Oh Mann, komm schon jetzt. Jetzt müsste drinnen sein. Gut, versuchen wir es nochmal. Nee, ist raus. Der Zug ist wirklich nur für gerade Strecken gedacht und Radius 3 und 4. Und das habe ich gesagt im Video und dazu stehe ich auch. Von wegen, ich wäre zu blöd, meine Gleise sind schuld und so weiter. Der Zug ist einfach nicht dafür gedacht. Der springt garantiert wieder raus. Seht ihr's? Seht ihr's? Er ist wieder rausgesprungen. Machen wir rein. Der kommt niemals im Bahnhof. Niemals. Also nochmal. Die Gleise habe ich neu verlegt hier, das wisst ihr ja. Und jetzt wird es interessant. Niemals. Das gibt's doch gar nicht. Nee, keine Chance. Also dieser Zug ist hier auf der Strecke nicht zu fahren. Geht nicht. Schade, ich hätte es euch gerne mal gezeigt, aber das geht nicht. Nee, keine Chance. Oh, jetzt ist er komplett raus. Ah, ist falsch gefahren. Scheiße. Also, ihr seht jetzt, Leute, dass ich keine Scheiße erzähle und dass hier, ich bin zu blöd, den Zug aufs Gleis zu stellen und es sind meine scheiß Gleise. Nein, Leute, der Zug ist nicht gedacht für Radius 1 und 2. Also, ihr braucht euch, wenn ihr diesen Zug kauft, braucht euch nicht zu denken, dass der durch sowas und sowas fahren kann. Vielleicht sowas. Und das auch nur mit Hängen und Würschen. Also, es geht nicht. Tja, es ist sehr schade, aber wir wollen den Zug ja auch nicht kaputt machen. Ich werde mal versuchen, rückwärts zu fahren, wenn das geht. Nee, komplett raus. Ach, ja, komplett rausgesprungen. Kann man nur noch abbauen. So, Leute, dann bin ich jetzt wieder weg. Eurostar ist auf meiner Anlage nicht fahrbar. Und der Zug ist nagelneu, nagelneu. Ach, ist das ein Kraus mit Kato. Ob das bei dem TGV auch so passiert? Der soll ja Radius 1 können. Das werden wir ja sehen. Tschüss.